Kurz vor Weihnachten habe ich zwei schöne Dinge für dich. Erstens, ich freue mich, weil unsere Lieferung angekommen ist von der EK Archery Flat und ich habe etwas Neues. Und zwar, nun gibt es die Möglichkeit, das Leuchtpunktvisier hier vorne zu montieren. Wir haben uns da aus der Reini-Rossmann-Werkstatt etwas Neues überlegt und wenn dich interessiert, was das kann und natürlich auch unsere anderen Optionen, dann würde ich sagen, bleib dran, aber immer aufpassen, weil ich bin hier im Warnlager. Ich hoffe, dass ich niemanden treffe, aber legen wir los. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ah, ich freue mich total, weil jetzt ist Mitte Dezember und wir haben unsere Flat-Lieferung bekommen. Das heißt, alle, die in der Vorbestellung bei uns dabei waren, wir haben es hier und es wird nur mehr wenige Tage dauern und dann legen wir hier los bei unserem Versandpartner ADMS hier in Wien. Und die nächste Lieferung ist ja auch schon unterwegs, Mitte Jänner sind die nächsten da. Ach, ich freue mich, denn die Flat, die taugt man mittlerweile immer mehr. Warum? Erstens, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, gebe ich da oben beim i den Link, schau dir das an. Wir haben ja jetzt gemeinsam, also eigentlich der Vierzylinder-Diesel, der Kanal und der Jörg Sprave haben sich da was überlegt, wie man die Dinger so hinpackt, dass du nicht mehr entsichern musst. Das gibt's und wir haben etwas Neues noch gebaut. Und zwar, es gibt ja das Problem, dass du das Leuchtpunktvisier vorne nicht hinmontieren kannst. Warum? Weil die Piccadilly-Schiene das nicht vorsieht. Wir haben hier in der Reini-Rossmann-Werkstatt dieses kleine Teilchen gebaut. Das heißt, du kannst das hier vorne aufschieben. Das hat einerseits den Vorteil, dass du eine Neigung hast. Also wir haben da ungefähr 3-4 Grad. Billige Eigenwerbung, geh in meinen Shop, schau da an, das sind alle technischen Daten. Das heißt, du kannst auch auf weitere Distanz ein bisschen schießen, das ist Punkt A. Und Punkt B, wir haben auch eine Vorhänge-Vorrichtung gemacht. Das ist dieses kleine Ding hier. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Nagel, der natürlich im Lieferumfang mit dabei ist, oder einen Schrauben oder irgendeine andere Möglichkeit hast, kannst du die Armbrust hier aufhängen. Aber mir taugt es. Ich schieße jetzt hier auf ganz kurze Distanz mit dem 90 Pfund Wurf an, nur um das einmal zu demonstrieren. Wie gesagt, das ist hier sicher. Ich bin zwar bei ADMS, bei unserem Versandpartner in Wien, da sind ganz viele von diesen Paketen jetzt, aber wir haben da vorne zugemacht, also ich habe auf Sicherheit geachtet. Es geht jetzt auch gar nicht die Genauigkeit, ich zeige dir das gar nicht, ist gar nicht der Punkt, sondern was hat es mit diesem Leuchtpunktvisier auf sich? So, jetzt spanne ich, der 90 Pfund Urfarm, ich sag's da. Ich müsste wieder mehr trainieren. Du gehst nach vor und durch unseren Speedshooting-Kit, habe ich schon einmal vorgestellt, ist jetzt automatisch entsichert. Und jetzt habe ich eben hier ganz weit vorne das Leuchtpunktvisier. Ich bin der Meinung, dass zumindest so wie ich schieße, es ist einfacher. Du hast noch eine höhere Genauigkeit, denn was ist Akime und Korn? Was ist so eine Visierlinie? Ich habe ein Auge, dann habe ich einen Punkt und einen zweiten Punkt und will dann im Endeffekt schießen. Und wenn ich jetzt hier diese Visierlinie so nah, ganz nah bei mir habe, ganz nah bei mir, dann ist der Abstand zwischen meinem Auge und der Visierlinie ganz klein, so wie bei einem Zielfernrohr. Aber das ist kein Zielfernrohr, das ist ein Leuchtpunktvisier. Um beim dynamischen Schießen bessere Ergebnisse zu haben, macht es ganz einfach Sinn, das Leuchtpunktvisier weiter von deinen Augen weg zu haben. Jetzt das Einzige, was hier jetzt der Punkt ist, du musst ein bisschen anders visieren. Was heißt das? Ohne den Leuchtpunktvisier da vorne oder hier eben das Leuchtpunktvisier hinten oder wenn du die Kimme und Korn nimmst, bist du beim Anschlag hier. Das heißt, du legst die Wange, also ich zumindest, und das wird bei dir ähnlich sein, legst die Wange hier auf und bumm. Das ist jetzt etwas anders, weil du höher bist. Daher haben wir auch eine kleine Schräge eingebaut, dass diese Visierlinie wieder für so eine Pistolenarmbrust zusammenpasst. Wenn du sagst, Reini, wovon redest du? Geh in meinen Shop, da findest du die ganzen Beschreibungen und auch die technischen Daten. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr so beim Schießen, sondern ich muss jetzt meinen Kopf etwas höher halten. Das heißt, so, und dann habe ich, boom, trifft ganz genau. Glaubst du, man trifft ganz genau. Ich glaube, dass das eine coole Sache ist für all jene, die genauso ticken wie ich. Ich meine, du kannst sagen, nee, gibt da kein Geld. 90 Pfund, bist du deppert. Die hat wirklich Power, die Flat. Aber wenn du sagst, nee, gibt da kein Geld dafür, nur dass ich weiß, das Leuchtpunkt, wie sie da vorne montieren kann, kein Thema. Aber wenn du einer von denen bist, die genau auf das gewartet haben, dann ist das genau die richtige Lösung. Das Teil ist einerseits verfügbar bei uns im Shop, gebe ich da unten den Link. Du kannst sie auch als Aufhängevorrichtung benutzen. Alles stabil, alles mit in Austria aus der Reini-Rossmann-Werkstatt. Das heißt, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, holst du das Teil. Oder vielleicht auch gleich eine Universalhalterung für Lampe, Laser, Batterie, Wachscontainer, Sehnencontainer, Picatinny-Schiene, alles was du willst. Und EK Archery Flat,
Jetzt geht es mit der Auslieferung für den Dezember 2022 los und ich freue mich schon, wenn die nächsten kommen im Jänner. Also, wenn du dabei sein willst und ein Flat haben willst, geh wieder unten den Link, geh in den Vorverkauf, sei mit dabei, dein René Rossmann und viel Spaß beim Armbrustschießen, aber immer aufpassen.